Wie du als Unternehmer die Webseitenbesucher deiner Konkurrenz mit YouTube-Anzeigen auf dein Angebot umleiten kannst. Denn das geht ganz ethisch und das zeige ich dir hier Schritt für Schritt. Übrigens, den Webseiten-Traffic deiner Konkurrenz entern ist nur eine von meinen drei Lieblings-Zielgruppen-Strategien. Wenn du alle drei haben möchtest, dann kommentiere hier unten oder schick mir eine Nachricht und ich schicke es dir. Hallo, mein Name ist Miriam und ich habe in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Unternehmer gezeigt, wie sie ihre eigenen YouTube-Anzeigen fahren. Und hier zeige ich dir, wie du eben den Webseiten-Traffic, also die Webseitenbesucher deiner Konkurrenz, auf dein Angebot umleiten könnt. Und jetzt lass uns mal in mein Google-Anzeigenkonto reingehen. Hier bin ich jetzt in meinem Google-Anzeigen-Account und als erstes muss ich eine sogenannte Zielgruppe für mich erstellen, wo ich den ganzen Funnel, wo ich die Webseite von meinem Konkurrenten reinpacke. Und zwar gehe ich dafür auf Tools, gemeinsam genutzte Bibliotheke, Zielgruppenverwaltung. Und dann siehst du hier ganz verschiedene Arten von Zielgruppen, die ich machen kann. Und ich gehe auf benutzerdefinierte Segmente, auf das Plus. Und hier siehst du verschiedene Möglichkeiten, die ich habe. Und ich gehe auf Nutzer, die bestimmte Webseitentypen besuchen. Und hier packe ich jetzt die URL dieses Coaches rein. Das ist die allgemeine URL, die er hat, die kopiere ich, packe ich hier rein. Du siehst hier URL, gebe ich rein und zack. Dabei belasse ich es aber nicht. Ich bin nämlich in den Facebook Anzeigen Library reingegangen. Dort gibt es alle Anzeigen, die gerade auf der Plattform gefahren werden und habe mir angeschaut, welchen Funnel, welchen Verkaufsprozess dieser Coach gerade fährt. Und hier bin ich gerade auf einer Landingpage, die er hat. Und die nehme ich mir auch. Packe sie ebenfalls hier rein. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich trage mich auch ein. Und dann bekomme ich die Leute, die auf seiner Danke-Seite waren. Und dann gebe ich hier Funnel von dem Coach ein. Gebe den Namen ein. Siehst du hier? Hier ist es jetzt angelegt. Und damit mache ich jetzt eine YouTube-Anzeige. Dafür gehe ich auf Kampagnen. Neue Kampagne. Ich will Leads damit erreichen. Ich mache eine YouTube-Anzeige. Dem gebe ich einen Namen. Ich gebe immer eine sehr eindeutige Namenkonvention, damit ich auch, wenn ich optimiere, sehr genau weiß, wo ich stehe. Das ist eine sogenannte In-Stream-Anzeige. Das heißt, ich setze mich mit diesem Video, mit dieser Anzeige vor anderen Videos drauf. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite von diesem Coach war oder auf ähnlichen Webseiten gewesen ist, das nächste Mal geht er auf YouTube, wird er meine Anzeige sehen. Dann, welche Länder du targetieren möchtest. Sprache ist bei mir Deutsch. Geburtsstrategie, ich gehe mal auf Ziel CPA. Das heißt, dort gebe ich an, wie viel ich bereit bin, für ein Lead zu bezahlen. Ich fange immer sehr konservativ an mit nur 10 Euro am Tag. Hier packe ich die TV-Bildschirme raus, denn da kann man ja nicht klicken. Hier, wie oft du möchtest, dass das ausgespielt wird. Ich sage hier eine Impression pro Tag und 3 Aufrufe die Woche. Und hier kann ich jetzt diese Zielgruppe aussuchen, die ich eben angelegt habe. Siehst du, da ist er schon. Prima. Hier, es geben noch verschiedene Ausschlüsse ein. Also sage Leute, die ich nicht möchte, dass die das gesehen haben. Also die letzten 540 Tage, die jemand bei mir sozusagen im Funnel war. Bei mir sind alle Geschlechter. Bei mir ist es so ab 35 bis 64. Ich habe schon ältere gehabt, aber das bleibt so. Gehe auf Speichern. Optimierte Ausrichtung tue ich immer raus, weil auch wenn Google sagt, dass das richtig ist, ist das nicht das, was ich wirklich haben will. Und hier packe ich jetzt mein erstes YouTube-Video rein und das hole ich mir jetzt von meinem YouTube-Kanal. Dort habe ich alle Videos, die ich bewerbe, mit sogenannten In-Stream-Anzeigen hochgeladen, aber auch nicht sichtbar. Hier packe ich die URL rein. Du siehst, hier erscheint es. Hier packe ich jetzt meine Landingpage. Hier schreibe ich jetzt noch ein paar Zeilen, die je nachdem, wie es ausgeschaltet wird, zusammengefügt wird. Und gehst auf Kampagne erstellen. Fertig! Diese Anzeige kann jetzt die Webseitenbesucher meiner Konkurrenz auf mich umleiten. Und du kannst das jetzt auch. Diese Strategie ist nur eine von meinen drei Lieblings-Zielgruppen-Strategien, wie ich YouTube-Anzeigen aufsetze. Wenn du auch die anderen Zielgruppen-Strategien haben möchtest, dann kommentiere einfach hier unten oder schreib mir eine Nachricht und ich schicke es dir.